Oh nein, 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 nein. Keiner gesehen. Find your way back home. Uhr 20, keine Ahnung, 24 Grad, echt angenehm, um morgens Motorrad zu fahren. Und damit herzlich willkommen zum neuen Video. Und ich möchte mich nochmal bei euch für die miese Qualität entschuldigen vom letzten Video. Kennt ihr das, wenn sich jemand teures Spielzeug kauft und nicht damit umgehen kann? Beziehungsweise, wenn jemand bei IKEA einen Schrank kauft und die Anleitung meint nicht zu brauchen? Der Kerl bin ich. Und so ist es, wenn man eine GoPro benutzt und die ganzen Features nicht versteht, beziehungsweise gar nicht erst verstehen will, sondern einfach nur direkt aufnehmen. Und dabei kann ja nur Müll rauskommen. Ich bin jetzt auf dem Weg zur Arbeit. Eigentlich muss ich in 8 Minuten schon da sein. Ich werde definitiv zu spät kommen. So, da wollte ich vorab schon mal ein kleines Dankeschön loswerden. Die netten Menschen, die schon mal einen Kommentar da gelassen haben. Nachdem ich gemerkt habe, wie die Qualität ist, als ich es hochgeladen habe, habe ich gedacht, jetzt werde ich dermaßen weggesprengt. Denn so mega toll war es dann auch wieder nicht. Aber mich hat es echt gefreut, dass da echt der ein oder andere was Tolles, Positives drunter geschrieben hat. Hat mich gefreut, ja. Ich werde das Video so ein bisschen in zwei Teile aufsplitten. Heute Mittag, wenn ich Feierabend habe, geht es dann weiter. Denn ich musste schon ein bisschen warten. Come in, come in. I could seat you by the fire. Listen, listen. There's something I must confide. I know I said that it'd be fine. I know I made it look like it'd be alright. I think I learned my lesson, and I'm not gonna let you out of my sight. You can call me killer, 'cause I'll bring you to the light. And it might taste bitter when your answer ain't to God. You can call me killer, as you look into my eyes. Nothing but a sinner. We'll be right back.
Ich habe nicht zu viel versprochen. Auf dem kleinen Stück Autobahn bin ich eben ein bisschen schneller gefahren. Guckt euch den Spiegel an. So gehört er richtig. Ich könnte schwören, er hat jetzt bestimmt gerade aus dem Büro geguckt. Gesehen, dass wir mit leicht überhöhter Geschwindigkeit über den Hof fahren. Und ich gleich ins Büro reinrutsche. Du kannst ja nicht so schnell fahren. Das ist Werksgelände. So. Aber wenn er mit 120 hier lang rast, ist das in Ordnung. Da bin ich. Ich muss jetzt arbeiten. Ich habe keine Lust. Aber wir sehen uns heute Mittag. Tschö. Was geht, Leute? Wie so jeder andere Mensch bin ich der größte Freund von Feierabend. Und deshalb Feierabend. Oh nein, 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 nein. Keiner gesehen. Oh, mir ist so warm. Ich glaube, wir haben 31 Grad und super, jetzt habe ich ihn hinter mir. Was für eine Ironie. Er wird sich jetzt auch denken. Haha, der Vollidiot. Hauptsache überholt. Hat er ja auch recht. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. And love is all. Trust, yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. Was gibt's zu erzählen? Eigentlich nicht sonderlich viel. Ihr kennt das, wenn ihr von der Arbeit nach Hause kommt. Wollt ihr einfach nur noch heim, seid am Arsch. Kein Bock mehr auf irgendwas. Und mir geht's gerade nicht anders. Das hält einen trotzdem aber nicht ab, ein paar coole Aufnahmen zu machen. Vor allem jetzt, wo man weiß,
dass die Videos so beschissen waren, weil man selbst zu unfähig ist, schöne Aufnahmen zu machen. Oh, very nice. Very nice. Thank you. Ja, was ist los, Digga? Lass einen auf dicke Hose machen. So macht man das. Mehr wollte ich gar nicht. A sexy lady on a Honda CBR. Juhu. Home sweet home. Es war nur mal so ein kleiner Daily Drive. Das war's eigentlich. Pop. Aus. Und wir sehen uns im nächsten Video.